Ganz Deutschland feiert den Einzug ins Viertelfinale, so wie die 15.000 Fans in der Frankfurter Arena. Dank einem Zittersieg gegen Dänemark im ukrainischen Lemberg schafft die Löw-Truppe das, was noch nie einer deutschen Elf bei einer Europameisterschaft gelungen ist, alle drei Gruppenspiele zu gewinnen. Also ich habe schon Angst gehabt, aber es war ja klar entschieden, oder? Er ist der klassische Bender, der kommt und macht das Tor. Hat ja keiner gezweifelt. Überragend! Lukas Podolski, Lars Bender, überragend. Gut, dass die zwei getroffen haben. Ich gönne es auch dem Lars Bender, weil er einfach nur reingekommen ist und dann ein Tor gemacht hat, was er noch, glaube ich, noch gar nicht gemacht hat. Super toll! Super geil! Gewonnen! Unglaublich gut. Schweinsteiger zelebriert Özil relativ gut. Müller leicht abgeschwankt. Aber der Lars Bender hat einen super Job gemacht, hat richtig gut gespielt. Lars Bender, also guter Satz für Boateng. Auch wenn die deutsche Elf trotz der beiden Siege gegen Portugal und die Niederlande entgegen der allgemeinen Stimmung noch nicht hundertprozentig im Viertelfinale stand, die Atmosphäre schon vor dem letzten Gruppenspiel bestens. Inbrünstiges Mitschreien der Mannschaftsaufstellung. Und dann in der 19. Spielminute der Führungstreffer. Doch trotz Lukas Podolskis Tor in seinem 100. Länderspiel kippt die Stimmung schlagartig. Der Ausgleich der Dänen nur 4 Minuten später. Die deutsche Abwehr nicht auf der Höhe. Plötzlich ist Zittern angesagt. Und da Portugal um 22.14 Uhr dank Cristiano Ronaldo parallel gegen die Niederlande in Führung geht, würde ein weiteres dänisches Tor genügen, um Deutschland rauszuschmeißen. Doch ausgerechnet Boateng-Ersatz Lars Bender erlöst eine ganze Nation. 2:1 gegen Dänemark, nun geht es am Freitag ausgerechnet gegen Favoriten Schreck Griechenland. Doch die Fans sehen ihre Nationalelf jetzt schon klar auf dem Weg Richtung Titel. Wir werden Europameister, Finale 8:0 bei Griechenland. Griechenland, die Merkel gewinnt 6:0 gegen Griechenland. Allein. Ja Mann, bei Griechenland direkt in die nächste Krise. Ich hoffe und auf mein Herz, dass wir ins Finale kommen, aber ich glaube, bis Freitag ausruhen und dann noch ein bisschen trainieren für die Deutschen und dann holen wir den auch noch ein. Die Frage ist ganz klar zu beantworten mit Finale. Also Griechenland hat ja in der Gruppenphase relativ wenig gezeigt, mit viel Glück weitergekommen. Und deswegen müssen wir. Karagounis fehlt, deswegen ist es ein Pluspunkt für die Deutschen. Aber wir hätten die auch so geschlagen. Das Duell gegen Griechenland heizt in der Euro-Krise jetzt schon die Stimmung an. Ein Duell, in dem es um mehr gehen wird als nur König Fußball. Vor allem um viel Prestige.